Es werden gleich noch einige Eier folgen, die ich während des Sternenstaub-Events geöffnet und nicht gezeigt habe, aber zuerst eine wichtige Sache, die ich unbedingt jetzt noch ankündigen möchte. Gestern Abend hat Niantic nämlich Folgendes bekannt gegeben. Die Attacken Hyperstrahl und Spukball sind bald exklusiv für X-Raid Mewtwo verfügbar. Bedeutet Folgendes, Mewtwo kann aktuell folgende Charge-Moves erlernen, Spukball, Hyperstrahl, Psychokinese und Fokusstoß. Und zwei davon, nämlich Spukball, mega genial, und Hyperstrahl, ja, die sind dann Legacy, sagt man, und exklusiv für alle Mewtwo, die man bisher in der Vergangenheit gefangen hat. Und dadurch bleiben diese Mewtwo doch irgendwie was Besonderes, denn ab dem 20. September gibt es ja 4 Wochen lang, ein bisschen länger sogar, Mewtwo für alle ohne X-Raid in den legendären Raid Iron. Und was bedeutet das jetzt? Spukball finde ich sehr genial. Ich werde meinem Top Mewtwo Spukball definitiv beibringen und behalten. Und man kann jetzt noch bis zum 20. September, 22 Uhr, also genau dann, wenn Mewtwo eigentlich weltweit startet, kann man noch Lade-TMs verwenden, um entweder Spukball oder Hyperstrahl zu erhalten. Denn danach wird das nicht mehr möglich sein. Also, definitiv ein paar mit Spukball aufheben. Hyperstrahl finde ich jetzt nicht so krass, aber kann man auch zum Sammeln oder was auch immer. Und das müssen auch gar nicht die besten Mewtwo in der Sammlung sein. Man kann auch die schlechtesten, vor allem die, weil die schlechtesten verwendet man zum Tauschen. Und beim Tauschen bleiben die Attacken. Also, ich würde definitiv vor allem den unnötigen Mewtwo, wo man sagt, ah, ist nicht so toll, noch Spukball zum Beispiel beibringen. Also, das war die Ankündigung. Jetzt kommen noch Eier, nicht wundern, das sind die alten Eier. Da sind keine regionalen drin, aber mit fettem Sternenstaub-Bonus. Von daher, viel Spaß mit dem Video. Machalo. 9 Alola-Eier für massenhaft Sternenstaub im Event mit Sternenstück und mehr. Los geht's. Ich habe zwar eigentlich gesagt, diese Eier interessieren mich gar nicht mehr. Und das stimmt auch nach wie vor, aber ja, obwohl so ein Geowatz in Alola-Form ist gar nicht so schlecht. 4800 Sternenstaub. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen. Heute ist der 8.9. Das werde ich wieder in den nächsten Tagen aufzeichnen. Bis zum 10. läuft das Event bei mir noch. Also, wenn man immer mehrere Eier gleichzeitig ausbrütet, dauert es eine Zeit lang, bis man wieder Sandan, Nix Lieblings-Pokémon, dauert es immer eine Zeit, bis man wieder die vollen 9 Eier hat. Das heißt, da läuft man wirklich schon 2 Kilometer rum, bis man wieder die volle Ladung hat. Natürlich kann man vorher schon das eine oder andere Ei in eine Brutmaschine stecken. Aber wenn man dann wieder gleich 9 hintereinander aufmachen möchte, dachte ich mir, ich mache einfach die Geschirr dickter. Gefällt mir, dass von überall zumindest etwas kommt und nicht immer die gleichen. Dachte ich mir, warum nicht einfach die Geschenke jetzt aufmachen? Hole ich mir direkt 9 Eier, kann sie sofort reingeben. Hab 7 Kilometer pro Ei. Und das ist ja für das Sternenstaub-Event nämlich das Wichtige. Weil vereinfacht gesagt kann man die Aussage tätigen, dass die und Morzi wirklich alle durch die Bank durchgemischt, dass sich die Candies und der Sternenstaub aus den Eiern einfach nach den Kilometern richtet. Das heißt, aus den 2er-Eiern gibt es echt immer sehr wenig. Die 10er-Eier sind da natürlich am besten, aber die sind so selten. Und 7 Kilometer sind da auch schon richtig heftig. Dachte ich mir, ja, das mache ich jetzt noch ein bisschen im Sternenstaub-Event. Und ich sag mal, wie gesagt, so ein schönes Geowatz würde ich nehmen oder ein schönes Vulnona. Von daher, genau, und da sieht man schon, so 3.000, 4.000, 5.000 Sternenstaub pro Ei sind das. Slimer, wie genial! Schaffen wir es in 9, gibt es 9 verschiedene Alolan? Nein, so 2.400, okay, das war gerade echt wenig, das wundert mich für ein 7er Ei. Das war gerade echt mies. Aber, okay. Jedoch im Grunde sollte das stimmen. Je höher die Distanz, desto mehr Scharbeutz, Schleswig-Holstein, ach, ich habe mir gar nicht die Orte angesehen, weil die sind ja von meinen ganzen Freunden weltweit und so. Also, mal schauen. Aber eigentlich habe ich auf die Alola-Pokémon keine Lust mehr, wenn man bedenkt, so, jetzt wird es mal doppelt und dreifach. Wenn man bedenkt, was da in den anderen Eiern so warten könnte. 4000 Sternenstaub. Ey, einfach genial. Also so 30.000, 40.000 dürften, ja, 30.000 eher, dürften da schon drin gewesen sein. Wien, Wien, okay, das war jetzt nicht so weit weg. Und die Zahlen sind, wie gesagt, mit Sternenstück, das habe ich natürlich aktiviert. Und noch ein Sandan, das habe ich vielleicht Nick zu verdanken. Das ist Langenhagen, Niedersachsen, Deutschland. Also ich habe einen Großteil meiner Freundesliste ist natürlich auch aus Deutschland. Dann einige aus Wien, mit welchen ich raide. Und wirklich viele Amerikaner, Japaner und so weiter und so fort.
Wer selbst nicht viel reist und die Pilotenmedaille haben möchte, der sollte natürlich, wenn er Alola-Eier, okay, jetzt ist genug hier, wenn er Alola-Eier haben will, dann eher die Geschenke öffnen von den Leuten, die weit weg wohnen. Das wäre natürlich perfekt. Wertingen, Bayern, Deutschland. Okay, werden wir noch ein internationales Ei hier finden? Warum dreht sich der Pokéball links oben? Und er dreht sich, und er dreht sich, und dreht sich noch immer. Vielleicht lädt jetzt hier das ultra seltene 100er. Am Anfang habe ich die Eier gelobt, weil so viel Unterschiedlichkeit hier drin war. 4800 Sternenstaub ist aber immerhin genial. Las Vegas, jawohl, da haben wir was. Las Vegas, das könnte Holly sein, denn Holly ist noch in Japan. Las Vegas, wen habe ich noch aus Las Vegas? Keine Ahnung, da habe ich schon ein paar Leute. Ach so, von The Silph Road habe ich da welche getroffen. So, das war's. Sammle mehr Eier und im Prinzip könnte ich jetzt sofort wieder die Geschenke öffnen und hätte direkt wieder 9,7 Kilometer Eier. Aber bei mir ist gerade Lavados Day und da werde ich, denke ich, auch einige Eier zusammenbekommen. Und dann gibt's wieder normale Eier auch noch in diesem Video, aber bis später. 6 hours later. Und da bin ich wieder, nochmal mit 9 Eiern, noch immer im Sternenstaub-Event. Ein paar 5er, ein paar 2er und sogar 3 10er direkt bekommen. Hydropie, ein Starter, fange 5 Pokémon mit Wetter, keine Ahnung, wieso das gerade aufgetaucht ist, vielleicht wegen GoPlus von vorhin. 5,5 Millionen, die Eier gaben also so in etwa 50.000 Sternenstaub mal wieder, sehr schön. Heute ist übrigens der 8.9. Und da geht's auch schon los mit einem 10er-Ei, sehr schön, sehr schön, sehr schön mit einem Dratini. Dich sieht man immer gerne, bist zwar ein altes Generation 1 Pokémon, aber 9600 Sternenstaub. 9600 Sternenstaub. Ey, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, wie man sich 10 Kilometer Eier holen könnte, garantiert, dann würde ich sowas von ausrasten in dem Event, aber okay. Und dann immer 9 10er Eier, ca. 100.000 Sternenstaub, alle 6,6 Kilometer. Wablu, Hallöchen. Alle 6,6 Kilometer, 2400 dafür dann nur. Das war aber, glaube ich, auch ein 2er-Ei. Also, wie gesagt, die Distanz ist wichtig bei den Eiern. Jakob, 3 Items aus meinem Geschenk. Grüße gehen raus an dich. So, Bashwa. Ist mir peinlich zu sagen, aber müsste ich auch mal entwickeln. Ist einer meiner letzten Pokédex-Einträge dann, wenn man Relikant und Karaborn weglässt. Aber, genau, ja, 20 Kilometer müsste ich dann mal laufen. Hat gute WP, ist aber, glaube ich, nicht so stark. Was ist denn jetzt los? Bei jedem Ei bekommt jemand irgendwas aus meinen Geschenken. Ich bin übrigens, nochmal, ich bin übrigens wirklich sehr fleißig beim Verschicken von Geschenken. Muss man echt sagen. Also, bei mir bekommt fast jeden Tag jeder ein Geschenk. Ich kann natürlich nicht alle aufmachen. Ich habe jetzt mittlerweile 100 Freunde. 20 kann man pro Tag nur öffnen, aber verschicken tue ich immer. Sehr, sehr fleißig. Da würde ich sogar gerne noch mehr Geschenke verschicken können, aber man kann eben nur so viel verschicken, wie man irgendwie Freunde hat bei 100. Von daher, so, jetzt wieder ein 2er-Ei. Bedeutet also wenig Sternenstaub und Schmerbe. Brauche ich auch nicht. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Sieht irgendwie, 2365 immerhin. Gar nicht so schlecht, aber keine 400 WP. Direkt weiter ist ein schlechtes. Und noch ein 2er-Ei. Irgendwo muss ich aber noch einen 10er verstecken, glaube ich. Und ey, Fluffeluff. Ha. Habe ich schon in 100%. Geht in Ordnung. Aber, genau, 2014 Candies. Wo habe ich denn so viele Pummeluft-Bonbons? Ich weiß es nicht, aber ich bin zufrieden. Das nächste Erfahrungspunkt-Event kann gerne kommen. Wer nicht gerne kommen kann, ist noch ein Wablu. Vor allem Wablu, glaube ich, habe ich sogar schon in Shiny. Habe ich zu Altaria dann entwickelt. Das goldene Chicken Nugget, wie einige immer sagen, da ist das Ding auch schon. Da lacht mein Herz, wenn ich diese Eifarbe sehe. Und wir haben ein Knuckleon. Ja, die Dinger nerven. Ich glaube, wenn ich ein Pokémon wählen müsste, aber 9000 Sternenstaub. Wenn ich ein Pokémon wählen müsste, welches das unnötigste 10er-Ei-Pokémon ist, ich glaube, für mich ist es momentan Knuckleon, weil da knackt sogar im Mund, wenn man Knuckli. Okay. Das war's mit den Eiern erstmal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Event noch eine Ladung schaffe. Ich meine, ja, das geht noch 2 Tage, bisschen was. Ein paar Sonderbonbons habe ich umgewandelt. Da werde ich Raikou auch noch pushen, denn Raikou ist in meinem Arena-Team jetzt schon. Das 100er.
hat mein altes maximal geleveltes Raikou ersetzt, weil ich mit dem perfekten kämpfe ich etwas lieber. Da kann ich direkt den Sternenstab ausgeben, den ich jetzt bei den Eiern dazu bekommen habe. Und zack, ein paar Power-Ups und schon sind wieder 50.000 weg. Genau. Ja, weiß nicht, ob was kommt. Wenn nichts mehr kommt, danke fürs Zusehen. Es geht einfach nicht so weiter. Oh, Spielezeit. Oh. Und da bin ich nochmal. Leider haben es diese Eier jetzt nicht mehr ins Sternenstab-Event geschafft. Wablu! Sondern die sind regulär, also nicht mehr so viel Sternenstaub, bei weitem nicht 800. Ich bin ein Mitfahrer natürlich und ich habe leider wieder Alola-Eier am Start, 12.09. Die Sache ist nämlich, meine vorherigen Eier, die habe ich ziemlich spät aufgemacht und da hatte ich für den Tag aber noch keine Geschenke, habe noch keine Geschenke angenommen, dachte mir, ach egal, dann habe ich eben Alola-Eier auch und genau so kam das dann, dass ich die Geschenke aufgemacht habe und schon wieder Alola-Eier, obwohl jetzt gar kein Event mehr ist oder so. Und das sind übrigens auch noch nicht die Ultra-Bonus-Alola-Eier, wo man regionale Pokémon, Slimer, erhalten kann. Von denen werde ich bestimmt auch ein paar ausbrüten dann, aber die gibt es eben jetzt. Bei mir ist der 12.09., die gibt es erst am 13.09., 22 Uhr. Von daher, mal schauen. Genau, 5,73 Millionen Sternenstaub, soweit habe ich es übrigens gebracht im Event. Zwischendurch auch immer mal wieder ein paar Pokémon hochgelevelt für die 5 Power-Up-Quest, aber ansonsten Mauzi. Achso, und übrigens, da war leider noch kein gutes dabei. 1600 Sternenstaub. Ja, also mit den 8000 im Event kann das natürlich mit Sternenstück nicht mithalten. Jetzt ist dann natürlich die Frage, weil ja die Sternenstücke in den Boxen waren. Ich habe jetzt noch, keine Ahnung, 14 Stück oder irgendwie so. Kleinstein und immer wird das verdeckt. 14 Stück oder so soll man... Boah, 900 Sternenstaub aus so einem Ei. Soll man eventuell Sternenstücke auch weiterhin für solche Eier verwenden, wenn man zum Beispiel 9 gleichzeitig? Ich glaube eher für die 10 Kilometer Eier. Da würde ich dann schon eines aktivieren. Mal schauen. Und noch ein Alola-Ei. Die sind jetzt leider alle Alola. Von daher gibt es diese Pokémon wie Sander mehr. Und 657 ist auch nicht perfekt. Ja, schade. Schon echt lang kein 100er mehr aus einem Ei erhalten. Wird mal wieder Zeit, würde ich sagen. Wird echt wieder Zeit. Und aus den Quests, die habe ich jetzt auch schon alle abgeschlossen. Noch ein Slimer. Aus der Vorratskiste sozusagen meine Quests. Und da war leider auch kein perfektes dabei. Also in letzter Zeit nicht so viel Glück. Mal schauen, wann es mit dem nächsten soweit ist. Aber vielleicht dann einfach beim Mewtwo Ultra Bonus. Da hätte ich definitiv auch nichts dagegen einzuwenden. Alola Vulpix dürfte eines von den selteneren Alola Pokémon sein. Noch immer. Sieht ganz schick aus. Genau. Und eines haben wir hier noch mindestens. Was ist es? Noch ein Mauzi, noch ein Kleinstein. Okay, finde ich noch am interessantesten eigentlich, weil Geowatz, ich meine gut, jetzt mit Despota, Katapult, Steinkante, aber Alola Geowatz sieht schon fresh aus, könnte man schon Berlin, Berlin, Deutschland. Danke an wen auch immer von meiner Freundesliste. Okay, das waren die letzten 9 Eier. Das sind meine aktuellen Eier. Sammle mehr Eier. Na gut, dann werde ich das mal machen. Mal schauen, ob es ein... Ach so, genau, Event, Quatsch. Da mache ich dann demnächst die regionalen Eier auf. Darauf freue ich mich auch schon. Danke fürs Zusehen, es geht einfach nicht so weiter.